Wir sind gerade in der schönen Schweiz, hier im Emmental. Ja, Emmental. genau. Und ich bin gerade hier bei Maria zu Besuch. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir beim Kaffeetrinken immer wieder so Themen angesprochen haben, wo wir glauben, dass es wirklich viele Frauen oder auch Männer interessiert, wo viele Christen, sage ich mal, in der Allgemeinheit sich mit dem Thema Freiheit im Leben oder Leben in Freiheit in Christus beschäftigen. Und dann haben wir einfach gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir einfach ein Live machen, wo wir diese Thematik einmal durchgehen mit euch, vielleicht ein paar Impulse setzen und ja, und da freuen wir uns jetzt einfach drauf, gell? Mega. Genau. Danke auch für eure Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Wir haben einige rausgesucht und wir versuchen das heute alles soweit durchzugehen. Genau. Wir starten einfach direkt mit der Frage, ja, Freiheit in Christus. Wie war dein Leben früher, Maria? Du bist ja auch viele Jahre schon mit Jesus unterwegs im Glauben. Wie war das für dich früher? Wie hast du Freiheit in Christus früher vor ungefähr 10 Jahren definiert? Also noch vorher. Ja, Noch oder vielleicht vorher. stellst du dich ganz kurz noch vor, Ja, dass die Leute genau. wissen, wer du bist. Ja, genau. Also genau, ich bin Maria Fichter. Ich wohne hier im Emmental mit meiner Familie. Und ich bin im ICF Bern eigentlich groß geworden. Also groß geworden. Das war einfach meine Kirche für 20 Jahre. Ich war Worship-Leiterin schon ganz als jung, wurde ich sehr gefördert und durfte danach das ganze Worship-Team leiten. Und bin in dieser Zeit aber eigentlich als Vorbild Christin in meinem Herzen enorm leer gewesen. Und das ist so meine Geschichte. Ich habe meine ganze Identität, meine ganze Sehnsucht, alles, meine Anerkennung einfach bei Menschen gesucht und im Tun gesucht. Vor allem auch im Tun, etwas Gutes zu tun für Christus und meine Begabung für ihn einzusetzen. Ich habe sogar Lobpreislieder geschrieben, die man dann rausgegeben hat. Also für viele Christen war ich bestimmt rein äußerlich ein Vorbild und niemand hätte gedacht, dass ich innerlich eigentlich leer bin. Das ist schon mega, mega krass. Ich habe das auch viele Jahre überhaupt nicht mehr wie sagt man denn? Ich wollte es nicht wahrhaben, dass das so ist. Ich habe es versucht zu überspielen und ich habe einfach gemerkt, eigentlich habe ich wie alles und doch nichts. Und das ist eigentlich mega fatal. Ich hatte eine tolle Familie, tolle drei kleine Kinder, einen tollen Ehemann. Ich hatte, wie gesagt, ich durfte Worship leiten in der Kirche. Ich wurde gesehen. Ich durfte sehr viele Anerkennung genießen, auf großen Bühnen singen. Ich war nicht krank. Ich hatte ein schönes Zuhause, wir hatten, ich sag ich mal, genug Geld. Also alles war rein äußerlich, wirklich gesehen, perfekt. Das ist so das, was sich die Promis wünschen. Ich wünsche mir Glück, Wohlstand und Zufriedenheit. Ich würde sagen, das hatte ich alles. Und mein Herz war so, so leer. Und ich wusste nicht warum, weil ich dachte, ich lebe ja die Freiheit meines Lebens. Also du hast die Fülle des Lebens mit der Freiheit des Lebens definiert Genau. und trotzdem die Freiheit nicht gespürt. Mein Herz war leer, ja. Ja, das ist spannend, weil bei der Definition, was ist Freiheit, glauben wir ja, dass vielleicht eben diese Punkte dahinter stehen. Wenn ich das habe, das und das, dann bin ich frei in Ja, Christus. genau. Wie war das bei dir, Nelly? Bei mir war das so, dass ich viele Jahre eben die Freiheit durch Christus oder in Christus damit definiert habe, dass wenn ich alle Gesetze befolge, ich in den Himmel komme. Das war die einzige Freiheit, die ich dachte, das ist Freiheit in Christus. Wobei ich das Wort Freiheit gar nicht so gelebt habe. Es war mehr so, ja, aus dem Tun, 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 Leistung, Tun, habe ich geglaubt, dass das dann irgendwann ausreicht, dass ich dann bei Jesus bin. Also hier das Leben auf Erden ist ein reines Tun, um irgendwann dann im Himmel zu sein. Aber ein aktives christliches Leben hier aus der Fülle heraus, in der Freiheit, hatte ich nicht gehabt. Das war ein Machtkampf, ein Kampf auch gegenüber Gott. So, Gott, ich will dir gefallen. Ich Ja, tue genau. jetzt das, dann musst du mir das Ja. zurückgeben. Ne, so in so einem komischen Zwischenspiel mit Gott. Ja, genau. Aber gekannt habe ich ihn Ja, nicht. es Ja, ging mir also, genauso. und dieser Schmerz, diese Freiheit nicht zu spüren, der war enorm Ja, groß. genau. Ja, für mich war es auch so, ich wusste nicht mal, ob ich in den Himmel komme. Also das war ein stetiges, ich meine, ja, ich habe von einem großen Gott gesungen, der Wunder tut, und Lieder geschrieben über einen Gott, der Wunder tut, der heilig ist, der gerecht ist, der mich liebt. Und selber wusste ich es nicht. Ich wusste nicht, ob es mir reicht in den Himmel. Das war ein ständiges, tägliches, eigentlich Kämpfen.
bin ich gerettet. Aber es hatte damit zu tun, weil ich Gott nicht kannte. Ich kannte den Vater im Himmel nicht. Ich kannte ihn einfach so vom Hören sagen. Der Pastor hat gesagt oder die Mutter hat gesagt. In der Jungschar habe ich gehört. In der Jugendgruppe hat mir jemand gesagt. Es war so wie, ich bin zwar umgekehrt, einmal in meinem Leben habe ich mich bekehrt zu Christus hin, aber ich bin nicht in ein Leben mit ihm hineingegangen. Und da kommen wir jetzt dann noch darauf, weil das ist der Schlüssel und der Anfang von dieser eigentlich auch Freiheit. Genau, Gott zu kennen ist das eine, aber Gott zu erkennen ist das andere. Das sind so zwei verschiedene Richtungen. Genau. In diesem Erkennen liegt so viel. Und ich glaube, viele, die jetzt auch vielleicht zuschauen haben, so eben fragen, na gut, Maria, Nelly, ihr redet so schön von der Freiheit, aber was konkret bedeutet das im Alltag, beziehungsweise bedeutet das, dass ich dann alles tun darf? Hat das was mit dem Tun zu tun? Oder wie konkret kann man Freiheit definieren? Und da wollen wir mit euch gemeinsam reingehen. Erst einmal wollen wir reinschauen, was sagt die Bibel zum Thema Freiheit. Maria, was für Verse haben wir uns dafür rausgesucht? Genau, also diese Verse, die kennen wir alle. Ich kannte sie auch. Zum Beispiel Galater 5,1 steht, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Ich hatte keinen Plan, was das heißt. Aber ich wusste, das steht im Wort. Und zum Beispiel Galater 13,13, durch Christus wurde euch Freiheit gegeben. Genau. Oder auch, ich hatte immer wieder den Vers so vor Augen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wow, das hört sich so gut an, aber was bedeutet das? Ja, und was bedeutet auch der Geist des Herrn? Ja, genau. Ja, genau. Und wo ist er in mir? Wo ist er? So diese ganzen Fragen, die damit einhergehen. Genau, das sind so Verse, ich denke, sie sind euch auch gut bekannt, oder? So jedem Christen sind sie eigentlich geläufig. Ja, genau. Oder wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Genau. Das ist auch so ein Vers, wo du so denkst, ja gut, also okay, was bedeutet das? Genau. Und alles in der Welt. Und dann laufen wir von Konferenz zu Konferenz, von Sprecher zu Sprecher, erfüllen uns in diesem Moment so, ja, ich bin in Christus frei und zu Hause angekommen, so. Aber wie lebe ich diese Freiheit jetzt eigentlich? Oder wie konkret im Alltag, oder? Ja, genau. Genau. Ja. Das sind so wichtige Fragen und genau, aus diesen Versen heraus wollten wir einfach zeigen, wie definieren wir Freiheit heute? Wie war dieser Prozess? Mhm. Und wie würden wir heute sagen, das bedeutet Freiheit auf Grundlage der Bibel und des Heiligen Geistes? Ja, genau. Ich glaube, wir haben beide dann eine Geschichte durchgemacht, die eigentlich ein persönlicher Zerbruch war. Mhm. Und nicht in dem Sinn, Zerbruch bedeutet nicht immer, dass was Schlimmes passieren muss, sondern dass unsere Identität nochmal einen Bruch erleidet, weil sie eine falsche Identität ist. Also für mich war es ja, ich habe meine Identität aufgebaut, ihm etwas sein zu müssen, etwas leisten zu müssen, Gott etwas bringen zu müssen, und erst dann werde ich angenommen. Und Gott hat mich liebevoll begonnen zu beschneiden und gesagt, so funktioniere ich nicht. Mhm. Maria, ich will überhaupt nichts von dir, außer dein Herz. Ja. Und mich hat das in einen tiefen Zerbruch gebracht, weil ich merkte, ich war damals 28 Jahre alt und dachte, das gibt's ja gar nicht. Ich habe meine ganze Zeit bis zum heutigen Tag vergeudet, um irgendjemand zu sein, den ich ja gar nicht bin. Und Gott ist so liebevoll in mein Leben gekommen. Das ist eine längere Geschichte, die werde ich hier nicht aufrollen. Genau, wie das passiert ist, dieser ganze Zerbruch, weil es nicht jetzt primär um dieses Thema geht. Aber für mich war es schon nochmal ein ganz tiefes Fallen in diese Vaterhände und nochmal neu adoptiert zu werden. Ich kann es nicht anders sagen, adoptiert zu werden von einem aber liebenden Vater im Himmel. Es heißt ja ein Wort, dass die ihn aber aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich habe erst vor diesen, ja, es ist jetzt 12 Jahre her, habe ich eigentlich verstanden, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu werden, das sein darf und angenommen ist und nicht tun muss, um angenommen zu werden. Und das war für mich wahrscheinlich so der Start dieser Freiheit, von diesem neuen Verständnis. Also die Vaterliebe anzunehmen und in eine Beziehung mit ihm zu kommen, war für dich der Start. Amen, ja, absolut. Wie war es für dich? Ja, bei mir war das so, dass ich endlich, also in Römer steht ja geschrieben, dass das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, das ist einfach wie ein Dynamit, Dynamis. Also so, es ist wirklich eingeschlagen und in dem Moment habe ich verstanden, Gott hat mich geliebt, noch bevor ich ihn kannte. Gott hat mich angenommen und nimmt mich an mit all meinen Fehlern. Und das war für mich ein enormer Durchbruch. Ich weiß, dass Gott mir das offenbart hat und ich die Botschaft vom Kreuz, von Jesu Liebe, das erste Mal so richtig in mein Herz reinließ, habe ich einfach gemerkt, ich habe die ganze Nacht durchgeweint, weil ich verstanden habe, ich bin so voll Sünde.
Ich würde es nie schaffen, auf die Ebene zu kommen, Gott zu gefallen, nie. Und er kommt runter zu mir und sagt, Nelly, aber ich nehme dich an in deinem dunkelsten Ich, in all deinem sündigen Verhalten. Du kannst es nicht von mir verbergen. Ich bin im Verborgenen bin ich und da fange ich dich auf. Und das zu wissen, Gott liebt mich immer und immer und immer und vergibt mir alle meine Sünden, war für mich der Moment, wo ich in die Freiheit gekommen bin. Ja, genau. Wo ich einfach zu wusste, okay, ab dem heutigen Tag darf ich immer zu ihm rennen, egal was in meinem Leben ist. Ja, genau. Das war für mich so, boah, ist das wirklich wahr, Gott? Darf ich zu deinem Thron, zu meinem Vater gehen? Und du nimmst mich immer an, wirklich? Ja, ja, genau. Das war für mich ein überwältigender Moment. Ja. Ja, eigentlich ein sehr ähnliches Erlebnis, ja, das wir gemacht haben. Auf einmal wird dann die ganze Bibel wie so, jeder Vers, den wir gewichtet haben und so wichtig war, war auf einmal wie im Hintergrund. Mhm. Weil zuerst diese Vaterliebe uns ergriffen hat und alles kam dann daraus, oder? Das ist das vollbrachte Werk vom Kreuz, dass wir verstehen, Jesus ist ja gekommen, um uns wieder in die Vaterbeziehung zu katapultieren, zurückzuschieben und zu sagen, der Vorrang ist zerrissen. Kind, geh doch hinein. Genau. Nimm doch, was der Vater für dich bereitet. Hör auf, da draußen zu stehen und etwas zu tun, was bereits vollbracht ist. Bei mir war das auch so, dass Gott irgendwann in dieser Zeit, als ich dort so saß und auf ihn wartete, ich wartete Stunden auf ihn, weil ich nicht wusste, ja, wo er zu finden ist. Ich saß einfach da, zerbrochen, zerschlagen, rebellisch, ärgerlich. Ich war wirklich auch sehr unzufrieden, so mit dem Ist-Zustand. Und auf einmal hörte ich in meiner Stimme immer diese drei Worte, ich liebe dich. Und versteh mich richtig, ich habe diese Worte schon tausendmal gehört von Menschen, die mir gesagt haben, er liebt dich. Und ich dachte ihm so, ja schön, dass du das sagst. Aber als er das zu mir persönlich begann zu sprechen, ich wusste in diesem Moment, ich begann zu weinen und ich wusste, das ist es. Das ist es. Das ist es, was ich das ganze Leben versucht habe zu finden, irgendwo hier. Diese Vaterliebe, der mir sagt, ich lieb, wie du gesagt hast, ich liebe dich schon lange, ich habe schon lange auf dich gewartet, mein Kind, komm nach Hause. Ja. Und das war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ich wurde sofort in diesem Moment, das ist meine Identität. Genau, und wenn wir auch mit diesem, ja, liebt mich Gott, liebt er mich nicht, kann ich euch wirklich nur ermutigen, mir hat es enorm geholfen zu schauen, was hat Jesus getan am Kreuz. Ja. Es gibt keine größere Liebesbeweis als das. Und wenn das in deinem Herzen noch nicht gefruchtet hat, geh rein in den Römerbrief, geh rein in den Galaterbrief, geh rein und versuch zu verstehen, bitte den Heiligen Geist, offenbare mir, wie groß deine Liebe ist, dass du bereit warst, als mein Schöpfer auf die Welt zu kommen und für mich zu sterben. Wenn man das durch den Heiligen Geist begreift, verändert das alles. Und ich glaube, das ist der Anfang, um in der Freiheit zu laufen. Ja, und vielleicht auch der Anfang, um wirklich zu kapitulieren, oder? Wenn du spürst, ich bin genauso eine Frau, die sucht und macht und tut und ich finde ihn nicht. Hey, einfach hinzuknien, hinzugehen und zu sagen, ich habe dich noch nicht gefunden, wo bist du wirklich? Wir wissen beide, dass Gott sich finden lässt. Wir werden dann ganz am Schluss wahrscheinlich noch ein paar Dinge dazu sagen, wie wir Gott wirklich aktiv auch suchen können, weil wir oft auch auch spüren, dass da auch viele Missverständnisse da sind und wieder so in einem Tun landen, was nicht so gemeint ist. Einfach, ja, zum auch sicherstellen. Ja, genau. Genau. Und wenn wir jetzt reinschauen, wie definieren wir Freiheit heute für uns in unserem Alltag mit Jesus, dann haben wir einfach ein paar Punkte aufgeschrieben, wie zum Beispiel, Freiheit bedeutet nicht, dass wir etwas tun und dass wir Freiheit durch Tun bestimmen. Also das darf ich nicht, das darf ich. Und was ich darf, das bedeutet Freiheit. Also irgendwie auch in die Richtung Gesetzlosigkeit. Ich darf jetzt alles machen, was ich will. Sondern wir gehen von dieser Ebene weg und schauen, eigentlich bedeutet Freiheit, sich selbst zu sterben. Und das ist tough. Das ist das, was wir nicht hören möchten. Ja. Aber der freiste Mensch ist der, der nicht mehr für sich selbst lebt, sondern sich ganz Christus hingegeben hat. Weil es ist das Vorbild, das Christus uns vorgelebt hat. Und wenn wir sagen, er ist unser Vorbild, folgen wir diesem Beispiel. Dass wir sagen, gut, alles, was mir so wichtig ist, was ich will, was mich meiner mir sättigt, lasse ich los und lass mich von dir verändern. Ich sterbe mit Christus und stehe auf mit ihm ins neue vollbrachte Werk und werde
den Ansprüchen dieser Welt ich finde nicht so mehr krass. Gerecht. Und das ist gut. Also das ist krass, ja. Notiert euch vielleicht diesen einen Satz: Freiheit in Christus bedeutet sterben von sich selbst, sich selbst sterben. Ich finde, das ist so ein krasser Satz, wenn man den begriffen hat. Du, Galater 2,20. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich sterbe mir selbst. Mit der Taufe habe ich das bezeugt. Christus ist gestorben und ich mit ihm, und ich bin auferstanden zu einem neuen Leben in ihm. Das bedeutet Freiheit. Ich schaue nicht mehr darauf, was ich mir wünsche. Gott ist nicht mehr mein Wunschautomat. Ich schaue nicht mehr auf meine Sehnsüchte, sondern ich schaue nur auf ihn. Da steht weiter geschrieben: Und das, was ich in dieser Welt noch lebe, lebe ich durch den, der es für mich sein Leben gab. Genau. Und das ist nur möglich, wenn es wie im Galater 5, 16 steht. Und das ist jetzt der Schlüssel. Ja. Darum, sagt, das hat Paulus sagt das, darum sagt er ihnen, also oben stehen, ihr dürft übrigens den ganzen Galater, wir möchten euch mega ermutigen, dieses Buch aus der Bibel zu lesen, weil es ganz vieles von heute einfach verständlich macht, genau, was wir heute erzählen. Mhm. Oben heißt es ja, jetzt ist euch Freiheit geschenkt worden, liebe Brüder und Schwestern, das heißt, ihr sollt nicht mehr für euch leben, sondern lebt für Christus, liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Genau, das ist auch so, wow, wie um alles in der Welt. Wir können es nicht, aber der Paulus sagt dann unten: Ich rate euch einfach eins, jetzt lasst euch von diesem Geist Gottes leiten, weil er, wenn er euch führt, also nur wenn er euch führt, he, und nicht, wenn er euch ab und zu führt und wenn ihr ihn ab und zu einlädt oder ab und zu alleine versucht, sondern nur wenn er der Herr ist eures Lebens, also in euch hineinkommen darf, da werden wir dann auch noch darauf eingehen, erst dann werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und das heißt nichts anderes als, du und ich, wir können überhaupt nicht aus uns heraus so leben, wie es Christus gefällt. Und dass wir dieses Ego, das in uns einfach ja ist, wir müssen ja auch verstehen, wir sind gefallene Schöpfung, wir brauchen Erlösung. Deshalb sind wir so egoistische Wesen. Also wir alle, unser Egoismus lehnt sich gegen Gott aus, das lesen wir auch im Römer 5, dass all das Gute, das wir tun wollen, eigentlich nicht tun können, dass dieses Ego gegen den Geist Gottes kämpft und wir einen dauernden Kampf haben gegeneinander, weil wir das Gute, das wir tun wollen, gar nicht können. Aber wenn der Geist in uns beginnt zu leben und wir unter diese Herrschaft kommen, in Beziehung gehen mit ihm, dann wird es einfacher und einfacher und einfacher. Das ist dann unser Journey, unser Alltag mit ihm, dass wir spüren, ich will gar nicht mehr für mich leben. Ja. Ich will gar nicht mehr eifersüchtig sein. Ich will mich gar nicht mehr vergleichen. Ich will gar kein Opfer mehr bleiben. Ja. Ich will gar nicht mehr in Unvergebenheit bleiben. Ich will gar nicht mehr, dass die Menschen mir immer Anerkennung geben müssen, damit mir es gut geht. Amen. Ich will frei werden. Und das ist das Schönste, was wir einfach erleben dürfen, diesen Lebensweg zu spüren. Es ist so einfach. Total, ja. Aber wir lassen täglich diesen Geist in uns wohnen. Wie würdest du das beschreiben? Was heißt das? Ja, sich selbst wirklich sterben, zu sagen, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, viele strugglen auch mit dem Thema Freiheit in Christus bedeutet dann, dass ich alles machen darf. Und darauf gibt Paulus auch eine Antwort. Nein, das bedeutet nicht, dass ich jetzt so leben darf wie die Welt. Denn wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Ja. Freiheit in Christus bedeutet, ich sterbe meinen eigenen selbstsüchtigen Gedanken. Und wenn zum Beispiel, ja, für viele von euch, ich weiß, ist das Thema Schmuck tragen ein Thema. Und darf ich jetzt einfach mich so anziehen und kleiden, wie ich will? Nein, das ist nicht die Botschaft, die Gott uns bringt, sondern ich sterbe mir selbst. Und wenn ich merke, etwas beherrscht mich, ich möchte mich kleiden, weil ich mich dadurch definiere. Du kannst auch nicht Schmuck tragen und du kannst es aber einen Umweg finden, zum Beispiel durch eine Apple Watch oder durch ein schickes Auto oder durch ein teures Haus. Du kannst, verstehst du, prüf dein Herz, schau, worauf es dir ankommt. Und Paulus sagt, es kommt viel mehr auf das Innere an, auf deine innere Schönheit. Das bedeutet, Freiheit in Christus zu leben. Der Heilige Geist lenkt uns durch diese Thematiken hindurch. Er zeigt uns, was ist gut, was ist Gott wohlgefällig. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Er lebt in dir. Das ist wie ein Flow, der da reinkommt. Du brauchst dich nicht mehr damit zu strugglen. Ist das richtig? Ist das falsch? Mhm. Muss ich das tun? Er lenkt dich. Mhm. Und viele fragen mich dann auch, okay, Nelly, aber du sagst, wir brauchen quasi nichts mehr zu tun und gleichzeitig müssen wir Früchte bringen.
Es ist so wichtig zu verstehen, dass die Früchte nicht aus uns herauskommen. Allein durch den Heiligen Geist, ja, in uns, der die Früchte bewirkt. Er sagt, nicht ihr habt euch erwählt, sondern ich habe ja euch erwählt. Das, warum? Dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ja. Du kannst nichts tun im Gottesreich, das irgendwelche Früchte bringt. Er alleine ist der, das beginnt und der das vollendet. Er bringt die Frucht. Er ist der Weinstock. Das ist so, wenn wir in dieser Freiheit leben, merken wir, wie er Früchte in uns hervorbringt, die wir aus unserer Leistung gar nicht hervorbringen, genau, können. Ja. Okay? Du sagst es schön, ja, dass das tägliche mit ihm unterwegs sein wird. Er wird dich ja unterweisen. Genau. Er ist Rabbi. Er ist Lehrer. Ja. Und es gibt einen wunderschönen Vers, auch in Matthäus 5, 11, 8 und 25, glaube ich, wo steht, kommt doch alle her zu mir, die euch so abmüht, genau, und unter eurer Last leidet. Genau. Kommt zu mir, ich will euch Ruhe schenken. Ich meine es so gut mit euch. Lernt von mir. Ich schaue auf niemanden hier herab. Das ist so eine Aufforderung, einfach nicht immer so zu denken, oh, ist das richtig, ist das falsch, könnte ich falsch sein, könnte ich richtig, bin ich richtig. Schon das ist wieder Knechtschaft, ja, wo eigentlich Paulus davon schreibt, hört doch jetzt auf, die ganze Zeit zu euch abzumühen, was jetzt richtig ist und was falsch. Der Geist zeigt uns schon. Und wisst ihr was? Wir dürfen immer noch Fehler machen. Mhm. Weil wir sind, Christus ist nicht gestorben am Kreuz, damit wir jetzt keine Fehler mehr machen. Er ist gestorben, weil wir ebenso, okay, fehlerhaft sind. Und als Christinnen, als Töchter Gottes leben wir mit ihm zusammen und wir dürfen mutig Schritte gehen und auch mal versagen und immer wieder versagen und immer wieder aufstehen und sagen, danke, liebst du mich. Danke, zeigst du es mir besser. Wie viele Struggles habe ich immer noch in meinem Leben, in der Erziehung mit meinen Kindern oder viele Fragen, wo ich falsch reagiere. Ich bin heute aber so frei, dass ich einfach hingehen kann und sage, es tut mir leid. Und kannst du mir vergeben? Oder ich kann mich auch entschuldigen, wenn ich Fehler gemacht habe. Du hast gestern noch so schön gesagt, ich habe verstanden, ich bin keine schlechte Mutter. Ja. Ich bin eine gute Mutter, die manchmal Fehler macht. Ja, genau. Unsere Identität in Christus, ne, diese Freiheit zu leben, immer wieder, auch wenn wir Fehler machen, nicht wegrennen von Jesus und sagen, oh, ich bin so schlecht und wieder in so eine Spirale, nein, reinkommen, sondern warum war David der Mann nach dem Herzen Gottes? Das fasziniert mich immer wieder. Er hat so einen großen Fehler begangen, aber er warf sich auf die Erde und betete an und sagte, Jesus, ich brauche deine Gnade, Gott, ich brauche sie so sehr, denn ohne deine Gnade kann ich nicht leben. Ja. Und auch diese Gnade bedeutet, Freiheit in Christus zu erleben, sich nicht selbst bestrafen zu müssen für Dinge, die man getan hat, sondern Reue zu zeigen, es vor Jesus zu bringen und seine Gnade jeden Morgen aufs Neue annehmen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Amen. Hast du noch einen Gedanken? Ich glaube, genau, ja, vielleicht noch ganz kurz darauf einzugehen. Ich glaube, es ist, wenn ja Christus uns, wenn wir das neu begreifen dürfen, dass wir Töchter sind vom Allerhöchsten, dann gehen wir nicht mehr zurück vors Kreuz. Sondern wir leben in diesem vollbrachten Werk. Und das ist auch etwas, was wir zu wenig hören und zu wenig Lehre bekommen haben, dass wir aus einem neuen, vollbrachten Werk hinaus leben dürfen. Und das heißt eben nicht, wir sind jetzt perfekt und müssen es perfekt machen, sondern wir sind in den Augen von Christus perfekt. Das heißt, jede Anklage, die kommt, du bist nicht gut, du genügst nicht, du reichst nicht, ist nicht mehr Wahrheit in diesem Bund, in diesem vollbrachten Werk. Aber wenn du es wieder glaubst, gehst du wieder zurück vors Kreuz. Dann bist du immer wieder in dieser Endlosschlaufe, du lässt dich zurückkatapultieren, immer wieder an den Anfang, wo eigentlich das Kreuz keine Kraft hat über deinem Leben, weil du immer wieder denkst, ich habe ja Gnade nicht verdient. Schau, jetzt habe ich wieder versagt und genau, ich bin doch. Aber wenn ich weiß, ich bin Tochter, dann falle ich nicht aus dieser Tochterschaft heraus. Das geht nicht mehr. Aber das musst du glauben und auch im Alltag ergreifen, auch wenn du struggles, also auch wenn du dann versagst, ja, und merkst, jetzt habe ich einen Bock geschossen. Ja, dann gehe ich einfach zum Kreuz und sage, Jesus, danke, dass du mir vergibst. Es tut mir so leid, ich wollte das nicht. Und ich kann gerade wieder aufstehen und weitergehen, ohne dass der Feind kam und sagt, ja, wer bist du schon? Willst du überhaupt noch predigen? Schau dich doch mal an, schau doch mal dein Leben an. Ich sage ihm einfach, verschwinde. Ich bin Tochter. Schau, das ist deine Identität, die macht uns eben auch so mega frei. Dass wir dort nicht mehr so geknechtet werden von diesen vielen Selbstzweifeln, weil wir müssen ihnen nicht mehr glauben, sie definieren uns nicht. Genau. Und dazu finde ich den Hebräerbrief auch ganz stark, weil er zeigt ganz genau auf, Jesus ist der Hohepriester, der alles getragen hat und der jetzt auch zur Rechten des Vaters sitzt und für uns betet und der für uns eben quasi wie
der Ankläger kommt ja jedes Mal vor Gottes Thron und bringt eben diese Anklagen hervor. Und Jesus ist derjenige, der unser als Hohepriester dasteht und sagt, es ist bezahlt, es ist bezahlt, Amen. Es ist bezahlt. Und bei Amen. All diesen, jeden Tag erleben wir fallen, wir stehen auf, ist es wichtig einfach zu verstehen, dass genau seine Gnade jeden Morgen neu gilt und dass wir einfach daraus schöpfen dürfen, daraus leben dürfen. Hm. Genau. Vielleicht können wir ein bisschen darauf eingehen, wie das ganz praktisch jetzt aussieht. Ich meine, unsere Leben haben sich dort so transformiert und verändert an diesem Punkt, wo wir Gott nochmal Neues erlebt haben. Mhm. Was hat sich verändert? Mhm. Was ist in unser Leben gekommen, was wir bis heute nicht hergegeben haben? Und wie sieht es auch aus, in diesem Leben zu leben? Ja. Ich weiß nicht, willst du da ein bisschen starten mal? Ja. Was das für dich bedeutet? Genau. Vorher zu jetzt. Vorher zu jetzt, genau. Ich glaube, eine Sache, auch auf ich ganz besonders jetzt, weil sonst würde es den Rahmen sprengen, aber was mir wichtig ist, ist mitzuteilen, dass wie ich zum Beispiel mit schwierigen Situationen umgehe. Ich habe durch die Scheidung, die ich erlebt habe und danach die Zeit ganz viele tiefe Momente auch gehabt, wo Dinge passiert sind, die für mich unbegreiflich waren, die sehr schwer waren. Und gleichzeitig darf ich in einer neuen Freiheit durch schwere Momente gehen, durch die Täler, weil ich weiß, und da leitet mich der Vers aus Römer 8, 28 so stark, da steht geschrieben, alles, alles dient denen zum Guten, die Gott lieben. Alles. Das ist eine enorme Freiheit, in die ich reinkommen durfte, weil ich verstehen durfte, ganz gleich, Gott, was du in meinem Leben zulässt. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und alles, was du zulässt, ist gut. Kannst du das heute sagen in deinem Leben, dass alles, was gerade geschieht, dass das gut ist? Weil Gott damit einen Plan hat. Mhm. Weil Gott weiß, von oben sieht er die aus der Vogelperspektive, das, was du nicht siehst. Er sieht das Ende von dem, wo du gerade drin steckst. Mhm. Vertraust du ihm so sehr, dass du weißt, es dient mir zum Guten? Lebst du in dieser Freiheit, ihm zu vertrauen? Mein Gott meint es immer gut mit mir. Und alles, was er gerade zulässt, ist gut, so schwer es auch ist. Aber für dorthin zu kommen, musstest du zuerst Gott kennenlernen und begreifen in deinem Herzen, dass er gut ist. Genau. Und ich glaube, das ist dein Schlüssel. Ja. Dass wir das so sagen dürfen, hat damit zu tun, dass wir heute wissen, dass Gott gut ist. Und zwar nicht nur vom Hörensagen. Und das ist das, was passiert, wenn wir uns nach diesem Gott ausstrecken und sehnen und ihn suchen. Wir sollen das tun. Bitte tut es. Genau. Aber versucht ihn nicht zu finden in Leistung. Oder Nelly hat gesagt, oder Maria hat gesagt, sondern dass ihr selber beginnt, Herr, ich bin leer. Wo bist du? Ja. Herr, ich habe so vieles gehört, aber irgendwie passt das nicht mit diesem Wort zusammen. Herr, das Wort ist für mich ein Wort mit sieben Siegeln. Wo bist du? Wer bist du? Und dass du sagst, ich will dich wirklich kennenlernen, wer du bist, weil da steht, dass du gut bist. Ich glaube das nicht. Meine Umstände sagen mir ganz was anderes. Ich habe das und jenes und so erlebt. Das macht doch kein guter Gott, oder? Das ist ja oft auch so, dass wir genau das hören in der heutigen Zeit. Geht's uns gut, dann passiert was Schlimmes. Und wer ist schuld? Immer Gott. Immer Gott. Genau. Immer Gott. Das hat damit zu tun, dass wir nicht gereifte Christen sind, nicht mündige Christen, sondern wir sind eigentlich nur egoistische Christen, die denken, dass Gott dazu da ist, uns zufriedenzustellen. Und schau, das stimmt nicht. Wenn wir nochmal darüber auf diese Verse zurückgehen. Christus ist gekommen, damit wir sterben mit ihm, um Kinder Gottes zu werden. Wir gehören ihm. Ja. Und ich möchte euch einfach so ermutigen, wir beide, dass wir diese Beziehung suchen. Genau. Und das heißt Yada. Yada ist das hebräische Wort für Erkennen. Und ganz spannend ist, dass Erkennen viel mehr ist als einfach, oh, ich erkenne jemanden auf der Straße. Ah, ich gehe schnell Hallo sagen. Ja. Sondern das Erkennen ist, das hebräische Erkennen ist sogar ein Erkennen für intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und Gott sagt selbst, ich liebe es. Im Hosea 6 steht das, dass Gott sich das mehr wünscht, dass wir ihn erkennen wollen, als dass wir ihm irgendwas Gutes bringen. Und ich für mich merke einfach, das ist der Schlüssel, dieser Anfang, dass wir zurückgehen über diese Schwelle, dass wir in diesen Vorhof gehen, dann die Schwelle hoch, in den Thronsaal hineingehen, wo der Vorhang zerrissen ist und wo du und ich eintreten dürfen, wo wir direkte Audienz beim König haben. Du hast Audienz beim König. Du musst verstehen, die Geschichte mit Christus hat mit dir zu tun. Ja.
Das ist ein großes, gewaltiges Bild, aber Beziehung ist immer zwischen dir und ihm. Und dieses Ja, ja. da ermöglicht es uns, dass wir Gott beginnen, richtig zu erkennen, ja. wie er wirklich ist. Ja, Amen. Und das, da, dort, dort startet ein tiefes, mhm. neues Verständnis übers Wort. Alles wird auf einmal lebendig. Du musst gar nicht versuchen, das jetzt lebendig zu machen, sondern geh zum Vater. Mhm. Er hat mir so viel geteacht die letzten Jahre und ihr könnt euch vorstellen, ich will noch viel mehr. Ich weiß noch so wenig. Ja, ja. Das sagen wir auch immer. Umso mehr wir erkennen, umso mehr spüren wir, ach, ich weiß noch gar nicht. Und vielleicht noch als Ergänzung, ich habe zum Beispiel gerade so einen Prozess, wo Erkennen und das Suchen, man ist geneigt dazu aufzugeben, wenn man ihn nicht fühlt. Ja. Man ist geneigt dazu, einfach das Handtuch zu schmeißen und zu sagen, weißt du was, du willst dich mir nicht zu erkennen geben, und man verbindet das mit Gefühlen. Man denkt sich so, oh, ich muss doch etwas spüren. Gott, du musst doch irgendwo da sein. Warum antwortest du mir nicht sofort? Warum fühle ich dich nicht? Erkennen bedeutet nicht, dass ich ihn immer spüren muss, sondern treu zu sein. Treu zu sein, in dem zu sagen, ich suche dein Angesicht. Das ganze Testament durch, die ganze Bibel durch, sagt Gott, such mein Angesicht, suche, ich will mich dir zeigen. Wer anklopft, den werde ich auftun. Das ist sein Versprechen. Amen. Das heißt aber nicht, dass wenn wir nach 10-mal Anbetung, 10-mal suchen, 10-mal Bibel lesen, ihn immer noch nicht spüren, das heißt nicht, dass er sich uns nicht zu erkennen gibt, sondern bleibe fest, bleibe treu. Suche sein Angesicht kontinuierlich, ohne dass du aufgibst. Da will ich dich wirklich zu ermutigen. Oh, ja. Und das wird der Moment kommen, der Durchbruch. Und das bedeutet wieder nicht, dass du dann irgendwie was Krasses fühlst, sondern da kommt Freiheit, da kommt Erneuerung in dein Herz hinein und du merkst, wie du mit neuen Sinnen vorangehst, weil Christus auch sagt, lasst euch erneuern in euren Sinnen. Mhm. Werdet Christus immer ähnlicher und du wirst merken, wie plötzlich Dinge abfallen, wie du plötzlich wirklich neu anfängst zu denken. Und das ist so schön, dieser Prozess mit Jesus, sich schleifen, beschneiden zu lassen, sich läutern zu lassen. Das ist Christus auch erkennen, Gott zu erkennen und eine intime Beziehung mit ihm aufbauen. Und das geht manchmal nicht so schnell. Genau. Das ist so wie so ein Trugbild, das wir uns manchmal stellen und vergleichen. Boah, der hat so eine krasse Beziehung mit Jesus, ich will das auch. Und dann gehen wir schnell wieder auf. Ja. Aber es bedeutet, dran zu bleiben, fest zu bleiben in ihm, ne? Ja, und vielleicht auch, wir erleben auch immer wieder, dass Frauen sagen, ah, ich habe auch so Hunger und habe so Sehnsucht nach mehr. Aber wir müssen auch verstehen, Hunger sieht auch nach etwas aus. Also ich habe die letzten 10 Jahre so viele Stunden verbracht, einfach allein in der Stille. Und du denkst jetzt schon wieder, es kann ich gar nicht. Ich habe Kinder, ich bin voll am Arbeiten. Um das geht's nicht. Aber ist es nicht so, dass wir doch alle Zeit haben für Dinge, die wir lieben? Alle. Kann mir niemand sagen, ich kann nie in die Ferien oder ich kann nicht ins Gym oder ich kann nicht meinen Hobbys nach oder ich kann nicht das tun, was ich wirklich will. Alle von uns finden ein paar Minuten am Tag Zeit, um auf Insta zu gehen. Yeah. Wie wär's, wenn das, was uns so hungrig macht, dass wir das auch dem auch nachjagen und beginnen, diesen Gott zu suchen. Es geht ihm nicht um Minuten oder um Stunden, sondern um dein Herz, das ihn wirklich will. Weil Gott ist nicht billig zu finden. Ich glaube das heute ganz von Herzen, dass er nicht einfach so auf Knopfdruck zu finden ist. Er ist Gott, er ist allmächtig. Und ich kann dir sagen, seine Gnade ist gewaltig, aber auch seine Heiligkeit. Und ich weiß, es steht auch im Wort, er lässt sich von allen Menschen finden, die ihn aufrichtig und ehrlich suchen. Und das ist dann vielleicht auch ein Dranbleiben, das im Verborgenen stattfindet, wo niemand sieht. Ja, genau. Niemand, dass du niemandem sagen, oh, heute habe ich wieder, er kommt doch nicht. Schau, du kannst dich einfach ihm hingeben und sagen, Vater, ich will nichts außer dich. Komm, ich will dich. Ja. Du kannst auch mal, wenn die Kinder zum Beispiel über die Mittagszeit in ihrem Zimmer sind für ein paar Minuten, dann kannst du schnell aufs Sofa sitzen und sagen, Daddy, da bin ich. Ja. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber ich weiß, du liebst mich. Ich weiß das in meinem Kopf. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Und weißt, auch da möchten wir euch ermutigen, nicht so mit Systemen und Schritt 1, 2 und 3, wie du es gesagt hast. Und damit aufzugeben. Ich spüre ganz oft überhaupt nichts, aber ich merke, mein Leben hat sich so verändert und es verändert sich immer noch. Das, was du gesagt hast. Wir werden frei von Eifersucht, von Minderwert, von Vergleichen, von Süchten. Stolz. Ja. Und gell, das ist das eigentlich das Schönste, was uns passieren kann, wenn wir im Herzen Ruhe haben. Wenn wir viel haben können, wenig haben können. Ja. Und das kannst du nicht produzieren. Das ist einfach etwas, wenn du jetzt Christus priorisierst im Leben und dann beginnst, Dinge abzuschneiden, die dir auch noch wichtig waren, weil du einfach spürst, du möchtest mehr Zeit mit Christus. Es wird einfach deinen Lohn haben, genau. dass du beschenkt wirst.
Ich muss auch gerade an den Vers denken, dass wenn wir hören, dass das alleine nicht ausreicht, wir müssen auch tun. Das ist dieses, ich höre so viel, ich habe Hunger, ich spreche es aus, ja, ich will, aber ich tue nichts. Ja. Dann passiert auch nichts. Es ist so, Gott hält dir dieses Leibbrot des Lebens hin, das Wasser, die frische Quelle. Aber es ist auch an uns, da ranzugehen und es zu suchen und ja, davon zu essen und das, ne, so im Wort zu bleiben. Genau, es ist, glaube ich, so ein Zwiespalt zwischen, naja, aus der Gnade heraus muss ich ja nichts mehr tun und gleichzeitig muss ich was tun. Aber das Tun ist Freundschaft pflegen. Ja, so wie mit einem Menschen. Ja, auch, ja, gell? Also jedes Ehepaar lebt Freundschaft, dass es irgendwie funktioniert. Ja, genau. Zur besten Freundin lebst du Freundschaft, dass es funktioniert. Es ist ein einfaches Tun. Es ist ja logisch, wenn Gott Beziehung will, ja, dann müssen wir ihn ja kennenlernen und er uns. Mhm. Also das einzige Tun ist, ich verbringe Zeit mit ihm und das ist so entspannt. Ich kann einfach sein, das Wort lesen, auf ihn hören, soaken in seiner Gegenwart. Das ist keine Leistung, aber es ist ein geistiges Training, das jeder Christ braucht. Und das, ich glaube, das Schwierigste für uns ist wahrscheinlich, dass wir eben nichts tun, wenn wir tun. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das ist das, was uns am meisten triggert, weil wir die ganze Zeit denken, ich muss doch was tun für Gott. Und auf einmal musst du einfach nur da sitzen und auf ihn zu warten. Und die ganze Zeit denkst du in deinem Herzen, ich muss doch was tun. Mein Haushalt, Abwaschmaschine, To-Do-Liste. Ja. Die Gemeinde hat gesagt, ich muss mitwirken, überall. Und bei Gott darfst du auf einmal einfach ankommen. Ja. Und nein, wir müssen nichts tun bei ihm. Genau. Aber was du tun darfst, ist ihn zu priorisieren, Wege zu finden, um in deiner Agenda aufzuschreiben, Zeit mit Jesus. Alles andere organisieren wir ja auch. Jeden Termin mit Freunden schreiben wir ein. Schreib doch deine Zeit mit Jesus ein. Ja. Er liebt's. Ja. Ich sag dir, er wartet viel sehnlicher auf dich, als du auf ihn. Er liebt uns viel mehr als wir ihn. Wirklich, es ist so. Auch wenn du nichts spürst, das wird dir so Sättigung geben, dass du einfach spürst, da ist irgendwas Gutes daran. Weil wir sind gemacht dafür, um eins zu werden mit Christus. Das ist ja auch schon die Schöpfungsgeschichte. Genau, das war ja im Garten Eden so. Wir waren eins mit Gott und jetzt dürfen wir wieder eins werden, bis wir irgendwann in der Vollkommenheit mit Christus ganz eins sind. Ich glaube, für uns ist das krass, ja, für uns so krass zu verstehen, dass Gott so eine Sehnsucht nach uns hat. Ja, das geht auch nicht, gell? Er will zu uns, er will mit uns sein. Ja, und ich glaube, alles, was wir gerade beschrieben haben, bedeutet auch Freiheit. Ja. Das bedeutet, das umfasst das Ganze. Also das ist Freiheit, ihr Lieben. Hat nichts mit tun, nichts tun zu tun, dürfen, nicht dürfen, sondern sich selbst zu sterben, Gott zu suchen, aus der Sehnsucht heraus, ihn zu erkennen. Das ist Freiheit, gell? Ja, genau. Dann will ich noch zum Schluss auf eure Fragen eingehen. Genau, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben das eigentlich schon auch so angesprochen. Die erste Frage lautet, wo fängt Freiheit an und wo hört sie auf? Meine Gedanken klagen mich oft noch selbst an. Ich glaube, das sind wir auch schon darauf eingegangen, gell? Genau. Du kannst die Selbstanklage einfach von dir weisen. Sie definiert dich nicht mehr. Genau. Es ist ja einfach die Frage, ob du glaubst oder nicht. Das ist ja auch so etwas. Wenn Paulus sagt ja auch, wenn ihr befreit worden seid, dann dürft ihr jetzt mit Christus leben, in diesem neuen Leben, eben durch den Geist, der euch Dinge offenbart. Und dann kommt natürlich der Feind immer noch jeden Tag mit dieser Anklage. Du solltest mehr, du musst das und jenes. Aber jetzt ist es an dir, dem Glauben zu schenken oder nicht. Das wird dir niemand abnehmen, außer du, weil du bist mündig und du bist die einzige Person, die Kraft über den Feind hat. Verstehen wir das? Satan hat nur so viel Kraft, wie du sie ihm gibst. Also es ist an dir zu sagen, nein, ich glaube dir nicht, weil ich bin ein Kind vom Vater. Und das müssen wir auch wieder täglich einfach mit dem Wort Gottes. Ja, das ist das Schwert. Es durchtrennt Lüge von der Wahrheit. Ja. Und entweder du nimmst es oder du lässt es. Ja. So, das ist deine Entscheidung. Das kann dir niemand abnehmen. Jetzt sind wir wieder da. Ja, wie kann ich das einsetzen anhand dessen, dass du anfängst zu glauben? Eine andere Zauberlösung oder irgendwas gibt es nicht. Das ist die einzige Lösung, die Gott uns anbietet. Und dann darfst du dich entscheiden. Und dann die nächste Frage. Wie kann man frei sein, sich frei fühlen? Also wenn man geplagt ist, zum Beispiel von Krankheiten, psychischen Krankheiten. Ich fühle mich alles andere als frei. Warte auf den Durchbruch der Freiheit. Und da will ich euch auch gerade, weil ja, ich mich auch mit diesen psychischen Themen sehr viel beschäftige, auch ja, einfach zusprechen, dass wir als Christen, wir bestehen ja aus Geist, Körper und Seele. Und
wir können uns fokussieren auf unsere Krankheiten, auf das, was das Leid, das auf dieser Welt passiert mit uns. Oder wir können auf eine andere Ebene gehen, auf die geistliche Ebene, wo wir eine Beziehung mit unserem Vater führen und sagen, ich lebe aus dem Geist heraus mehr als aus dem Sichtbaren, mehr aus dem Unsichtbaren als aus dem Sichtbaren. Und das verändert so viel, weil wir merken, dass wir uns nicht mehr bestimmen lassen von den Krankheiten, von dem psychischen Leid, von dem, was um uns herum geschieht, sondern wir gehen auf eine höhere Ebene und sagen, Gott, ich lasse mich von deinem Geist leiten. Ich gehe über diese Umstände hinaus und will mich von dem leiten, was du mir sagst, deine Wahrheiten über mein Leben stellen. Ich weiß von einer Geschichte, die habe ich jetzt vor ein paar Wochen gehört von Open Doors, da ist eine junge Sängerin Helen, die in Eritrea lebt. Sie wird für ihren Glauben gefangen genommen, in einen Container gesteckt. Das ist ein Gefängnis für Christen dort. Es herrschen unfassbar schlimme Zustände. Tagsüber 50 Grad in dem Container, nachts Minusgrade, sodass sie wirklich frieren. Und dann wird sie für ihren Glauben einen Tag lang und eine Nacht in einem Container festgehalten, festgebunden, nackt, frierend. Und sie sitzt in diesem Container und entscheidet sich, ich bleibe nicht in meinem Umstand hier hängen und lasse mich von dem so fertig machen, was gerade geschieht. Ich lasse mich nicht von dem bestimmen, dass ich gleich fast am Erfrieren bin und Hunger habe, sondern ich gehe eine Ebene höher. Und ich lasse mich auf den Geist Gottes ein, der mit mir hier ist, der versprochen hat, ich bin immer bei dir bis zum Ende der Tage dieser Welt. Ich bin bei dir. Und das zu ergreifen. Und gerade in dieser Nacht, sie hat es ergriffen. Sie hat sich nicht mehr fokussiert auf das Leid, sondern auf die Ebene, wo sie mit Jesus nah war. Und in dieser Nacht hat ihr Gott ein starkes, neues Lobpreislied geschenkt, komplett neu. Das hat sie aufgeschrieben und später aufgenommen. Wir können auf einer anderen Ebene mit Gott unterwegs sein, gerade wenn wir auch Leid erleben. Wie konnte Paulus im Gefängnis singen? Wie? Wie können wir als Christen, die vielleicht ja auch wir mehr Verfolgung erleben werden, wie können wir ohne Angst, ohne uns von dieser Krankheit, ohne Angst vor der Verfolgung leben in der Freiheit? Wie? Indem wir sagen, ich lebe nicht mehr auf dieser sichtbaren Ebene, sondern Gott, ich gehe auf diese unsichtbare Ebene mit dir. Ich will mich von dir bestimmen lassen und du bestimmst meine Sinne, meine Psyche, meinen Körper. Du darfst die volle Kontrolle haben und dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel, in den wir gerade, wir westlichen Christen, noch mehr reinfinden dürfen. Ja, weil wir hoffen ja so oft, dass wir keine Schicksalsschläge erleiden. Aber das ist uns nicht versprochen. Die Bibel spricht nie davon, sondern Gott sagt uns, dass er immer bei uns ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Ja. Und David hat das auch im Psalm 23 unglaublich schön formuliert. Bei dir leide ich kein Mangel. Und dann ein paar Verse weiter. Aber wenn ich durchs dunkle Tal gehe, weiß ich, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das, wenn das Realität wird in einem eigenen Leben, dass du das spürst, da ist ja ein Gott, der immer da ist. Ich falle nie tiefer als in seine Hände. Werden Umstände auf einmal so aushaltbar? Ja, sogar mehr als das. Stellt euch mal vor, liebe Frauen, wir leuchten nicht nur dann, wenn alles gut ist in der Welt. Weil das machen, es leuchten viele Leute. Stellt euch mal vor, wir können leuchten, weil wir einen inneren Frieden und Freude haben, weil Christus in uns lebt und wir durch die schlimmsten Täler unseres Lebens gehen und Menschen denken, wie ist das möglich? Denkt ihr nicht, dass die größten Vorbilder die sind, die Bedrängnis erleiden und ausgepresst werden und dann immer noch Christus herauskommt? Ja, schau, dass ich wünsche mir, so eine Frau zu sein, dass ich, und das ist auch Freiheit, da muss ich mich nicht mehr sorgen, was morgen ist. Oder übermorgen. Weil ich weiß, wie du gesagt hast, Römer 8, 28, alles, denen, die dich lieben, dient alles zum Besten. Und das ist es. Und deshalb glaube ich auch, dass gerade Christen, die verfolgt werden, Christus in einem Maß erkennen und erleben, wie wir es uns eigentlich wünschen. Weil dieser Preis, sie folgen Christus in den Tod und sind bereit, mit ihm zu sterben, um alles zu erben. Und gell, wir leben ja für eine Ewigkeit. Die Erlösung wartet auf uns. Das ist ja auch so was Wunderbares. Genau, und die verfolgten Christen treffen jeden Morgen die eine Entscheidung. Ja. Heute könnte ich mein Leben verlieren. Aber das ist nur das sichtbare Leben. Ja.
wir sind schon in Christus in einem neuen Leben unterwegs, im Geist. Ja. Und das ist, glaube ich, wo wir noch mehr reinkommen dürfen. Und auch im Psalm 23 steht geschrieben, und er deckt den Tisch Amen. Im Angesicht unserer Feinde. Ihr Lieben, wir wollen so auf diesen gedeckten Tisch, aber wir wollen nicht die Feinde. Wir wollen nicht die Berge. Wir wollen nicht das sehen, was manchmal so Schwierigkeiten bringt. Aber Gott spricht, wenn ihr das alles erleidet, dann freut euch. Warum? Weil wir dadurch stärker werden. Unsere Hoffnung wird stärker, unser Glaube wird stärker. Das können wir beide bezeugen. Absolut, oder? Ja. Durch Schwierigkeiten, ja. Gerade da im Leid, erleben wir Jesus so stark. Ja, genau. Und dann wünscht man sich sogar ja nicht mehr Leid, aber man wünscht sich diese Situation, wo man ihn noch mehr ergreifen, begreifen kann, noch mehr seine Vaterliebe erleben darf. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, und ich glaube, es stärkt unseren Glauben auch, gell? Durch Leid werden wir geduldig und Geduld festigt unseren Glauben. Genau. Also wenn uns alles zufällt wie ein Schralaffenland, wir werden gar nicht wachsen. Wenn so, eben, dann wird einfach, ja, ein Cola, wird Gott wie ein Cola-Automat. Gibst du mir noch das, könntest du, würdest du bitte, und hast du gesehen, die und jeder. Und Gott will ja, dass wir lernen, standhaft ihm zu folgen in jeder Bedrängnis. Weil diese Welt braucht Erlösung. Und deshalb werden wir, das ist da Freiheit dann, wenn wir merken, ja, die Welt um uns geht eigentlich zugrunde, aber mir schadet es nicht. Weil ich bin in Christus safe, ich bin sicher. Und so werden wir auch Hoffnungsträger für andere Frauen und Menschen um uns herum, wenn wir stabil sind, wir selbst. Ja. Und nicht auch so wie ein schwankendes Schilf, das jeden Moment abknickt. Genau. Und das war für mich zum Beispiel ein großer Schritt auch, also da bin ich immer noch am Lernen, dass mich Umstände nicht definieren. Sie haben mich früher so geknechtet. Also die Angst, was ist, wenn morgen was passiert? Schrecklich. Und in der Zwischenzeit habe ich ein paar Schicksalsschläge erlebt. Ich habe meine beste Freundin verloren bei einem Bergunglück. Mein Mann wurde schwer krank und wir wussten nicht, was er hat. Es waren so Dinge, wo ich nochmal merkte, oh, mein Fundament, es steht schon viel sicherer auf diesem Jesus. Und ich war wie bereit in dieser Zeit zu sagen, hey, weißt du, auch wenn alles vergeht, du bist für mich und das durfte ich ganz praktisch erleben. Und das hat mich auch wieder, habe ich wieder gemerkt, das ist auch Freiheit. Okay. Wenn kommen kann, was will, und wir einfach wissen, ja, wenn Christus für mich ist, es kann mir nichts passieren. Genau, und ich glaube auch aus der psychologischen Sicht, dass dadurch viele Krankheiten entfallen. Alle Angstkrankheiten gehen. Weil ich kenne diese ganzen Techniken auch mittlerweile, die man anwendet in der Therapie. Man kann einen Angstkreislauf durchgehen, man kann Kognitionen bearbeiten, schauen, woher kommen sie, wie. Und das ist alles gut. Ich bin auch für psychologische Intervention. Aber letztendlich, und das ist meine tiefe Überzeugung, ist Jesus, der uns Frieden gibt, den die Welt nicht geben kann. Und er nimmt uns diese Angst, wenn wir uns entscheiden, ihm zu vertrauen. Egal, was morgen kommt, Gott, ich bin in deiner Hand. Mhm. Das ist wieder, ja, es schließt sich in dem Wort Vertrauen. Glaube und Vertrauen. Ja. Und wie willst du dem glauben, den du nicht kennst? Dann kommen wir wieder dahin, kenne ihn, erkenne ihn. Erkenne ihn. Suche ihn. Und das ist Freiheit. Ich finde das so wunderschön. Ja, lass den Geist in dir wirklich Wohnsitz nehmen. Mhm. Und der wird automatisch zunehmen und du wirst abnehmen. Ja. Das heißt, auch deine Seele, deine Gefühle, ja sogar deine Gedanken und deine Worte, deine Taten, die wollen dann tun, was den Herrn ehrt und was Menschen segnet. Und das ist dann diese Liebe von Korinther 13. Jesus hat gesagt, es ist diese Korintherliebe, die sich hingibt für den Nächsten. Jesus hat es ja selbst dann als Gebot gesagt. Er hat gesagt, alle Gebote entfallen eigentlich und fallen unter dieses eine Gebot, liebt den Vater, kennt ihn, erkennt ihn mit eurem Herzen, Leib, Seele, Verstand und liebt die Mitmenschen. Und schaut, dort sind wir noch nicht und die Welt braucht Zeuginnen, die wirklich ja einfach beginnen, den Papa so zu lieben und von dieser Liebe auch durchdrängt werden, dass wie eine Quelle wird, die wieder aus uns heraus aussprudelt, Menschen zu lieben, auch wenn nichts zurückkommt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Bibel meint mit diesem, wenn ihr mir folgt, stellt nicht mehr euch in den Mittelpunkt oder eben folgt Christus und nicht mehr euren Wünschen. Ich glaube, es passiert automatisch. Und dann ist es auf einmal auch ganz schön beschrieben in Philipper 4, dort steht auch, hatte Paulus dann auch noch so einen schönen Vers, wo er gesagt habe, ja, ob ich viel habe, ob ich wenig habe, beides ist mir vertraut. Ich schmücke das jetzt ein bisschen aus. Ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein, hungern, ich kann Mangel leiden, Überfluss haben, ich kann tot sein, gesund sein, krank sein. Ich kann in die Ferien gehen, nicht in die Ferien gehen. Ich kann einen Mann haben, keinen Mann haben. Und dann steht am Schluss, alles kann ich durch Christus, der mir Stärke gibt.
Und ich glaube, diese innere Freude und Zufriedenheit, ich würde sagen, ich finde, das ist Freiheit. Ja. Und die will ich noch viel mehr. Ich will noch viel freier werden, so von diesem, die Welt sagt, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Nein, Christus, gib mir alles Glück. Und dann kann ich die ganze Welt loslassen. Ich brauche nicht Ferien, ich brauche nicht einen Mann, ich brauche nicht Kinder. Ich sage es jetzt auch so, das ist ja auch immer so ein Wunsch, Kinder, dann bin ich glücklich. Einzig und allein brauche ich Christus, der mich gefunden hat, ich ihn, und ich einfach weiß, ich bin dein Kind und lerne mich noch mehr so zu leben, dass mein Leben dich verehrt, in meinem Sprechen, Handeln, Fühlen, und dass die Menschen, das ist so mein Spruch, ich habe auch ein Lied darüber geschrieben, was heißt, mein größter Wunsch ist wirklich, dass wenn Menschen mich sehen, dass sie Christus sehen und nicht mehr die alte Maria. Sondern dass jeder, der hier auf den Bauernhof kommt, zu uns so gesegnet wird, dass er eigentlich Christus begegnen kann. Also das heißt, ich muss loslassen, Kontrolle loslassen. Ich muss immer noch so viel lernen, einfach loszulassen, Dinge, die mich stressen, loszulassen und sagen, weißt du was, Christus, wenn das dein Weg ist, have your way. Ich will es haben. Es fühlt sich so gut an. Ja. Genau. Ach, so gut. Wow. Freiheit bedeutet wieder auch loslassen. Ja, Freiheit ist loslassen, Freiheit sich selbst sterben. Ich hoffe, das ist ganz, ganz klar geworden jetzt auch in diesem Gespräch, dass Freiheit nicht bedeutet, irgendwie sich an Dingen festzumachen, zu sagen, wenn ich, ja, ich darf das tun, das nicht tun, das an etwas Materiellem geknüpft ist, sondern dich vom Heiligen Geist erneuern zu lassen, ihn zu erkennen, ihn zu suchen. Und vielleicht zum Abschluss die letzte Frage, warum klappt das bei so vielen Christen nicht? Und da haben wir, wie gesagt, dass eben dieses Verständnis für Freiheit noch fehlt bei so vielen Christen. Wir sind auch auf dem Weg. Wir wissen auch das, was wir heute gesagt haben. Das ist unsere Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Und wir werden in ein paar Jahren noch mehr dazu gelernt haben. Aber ich glaube, für so viele Christen ist es nicht bewusst, nicht bekannt, was bedeutet Freiheit in Christus. Es fehlt dieses Verständnis dazu. Und da dürfen wir wirklich in sein Wort reingehen und das erfahren mit Gott zusammen. Da schreibt auch eine absolute Freiheit durch völlige Abhängigkeit in Christus. Ja, genau. Ja. Zu wissen, ich bin es klingt ja ein bisschen paradox, das hast du heute Morgen auch gesagt. Paradox. Ja. Wir denken, frei werde ich, wenn ich bekomme, aber Christus sagt, frei ist, wenn du dich selbst aufgibst. Mhm. Aber mir hat Gott mal offenbart, schau, wenn du mehr von mir möchtest, dann musst du auch bereit sein, mehr von dir loszulassen. Ja. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Und wer das erkennt, da beginnt drin zu laufen, der will nur noch mehr. Genau. Das ist das, was der Welt nicht offenbar ist, aber den Söhnen und Töchtern wird es offenbar, dass da eine Schatzkammer ist, wo wir uns bedienen können. Und dann... Ah ja, genau, dieser Schatz. Das Königreich Gottes ist vergleichbar mit dem Menschen, der den Schatz fand, das ganze Acker quasi durchsuchte, dann alles verkaufte, all sein Besitz, alles von sich abgab. Um diesen einen Schatz zu bekommen. Und das lohnt sich, Frauen, auch wenn das Leben hier schwer ist, einfach zum Abschluss noch eine Ermutigung. Ja. Wir leben für eine Ewigkeit. Das ist auch Wahrheit. Und ich glaube, wir müssen trainieren, mehr eine Sicht zu bekommen, was noch kommt. Ja. Und nicht, was ist. Wir leben für ein... Weißt du, dieses Leben hier, das ist so klein auf das, was kommt. Und wir werden erlöst sein von allem Leid, aller Schmerz wird abgewischt. Wir werden mit dem Vater zusammenleben, mit dem Sohn, mit dem Geist. Als Christen eins in dieser neuen Schöpfung. Das ist Realität. Und mir hilft das immer sehr, wenn ich wie weiß, gut, mein Leben ist vielleicht 80. Ja, vielleicht geht es 80, 90 Jahre. Was ist das schon? Und das hilft mir auszuhalten und zu sagen, nein, ich schaue auf das, was noch kommt. Ich laufe mein Lauf mit Christus, wie es Paulus auch sagt. Und ich will diesen Siegeskranz und deshalb, ich schaue einfach auch nach vorne. Und das müssen vielleicht wir ein bisschen vielleicht auch noch mehr lernen in der westlichen Welt, nicht so zu haschen nach diesem Glück, das so uns herum ist, sondern zu sagen, nein, schau, auch wenn jetzt da Kriege kommen und Seuchen kommen, die wir hören, Christus hat gesagt, hab keine Angst. Ich bin da drin. Ich habe einen Plan und er wird uns auch lernen, in dieser neuen Sicht mit ihm Dinge zu erkennen im Geist, die wir einfach mit dem irdischen Auge nicht können. Und das wird uns auch viel Angst wegnehmen, wenn wir sehen, dass Gott einfach on time ist, also im Plan ist und alles im Griff hat. Das hilft mir sehr. Sehr gut. Genau. Mir kam auch noch gerade dieser Vers in den Sinn. In Christus bin ich eine neue Kreatur. In Christus bin ich eine neue Schöpfung. Halleluja. Lasst uns nicht an dem Alten festhalten. Mhm. Das wird uns immer wieder versuchen einzuholen, unsere Seele, unsere Vergangenheit. Aber in Christus sind wir eine neue Schöpfung und wir dürfen uns erneuern lassen. Unsere Sinne,
und in dieser neuen Haltung leben, durch Christus, in Christus. Und wie Maria das gesagt hat, nicht immer vors Kreuz laufen und immer wieder Anklage finden, sondern hinters Kreuz gehen und sagen, und ab jetzt, die Welt liegt hinter mir. Ich gehe mit dem Wissen, dass Jesus für mich am Kreuz alles bezahlt hat. Mhm. Er ist das Lamm. Er ist das Lamm, das gestorben ist. Und ich will diesem Lamm auch folgen, ja? So wie du gestern gesagt hast. Nicht nur diesen auferstandenen Christus, sondern auch dem Lamm zu verstehen. Er hat sein Leben für mich. Alles hat er hingegeben. Alles, damit ich frei sein darf. Er hat alles gegeben, damit du frei sein darfst. Amen. Amen. Yes. Willst du noch zum Abschluss beten? Mhm. Ich habe noch gerade dieses Lied auf dem Herzen. Ja. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Einfach so als Reminder für uns, es ist wirklich, wir leben in diesem vollbrachten Werk und die Welt ist hinter uns, das ist unsere Erde. Ich danke dir vielmals, Vater, für ein wunderbares, herrliches Geschenk von der Tochterschaft und Sohnschaft. Schon mal das ist, wir haben es nicht verdient, aber es ist ein unverdientes, gewaltiges Geschenk, dass du eine verlorene Schöpfung zurückgerufen hast. Und gesagt hat, ihr dürft wieder Kinder werden, von mir kommt. Und nicht nur das, jetzt sind wir nicht nur Kinder, sondern wir sind sogar Erben mit Christus vom Königreich. Söhne und Töchter, ja, Priester und Könige nennst du uns. Und danke, dass du uns einfach hilfst, jeder Einzelnen jetzt, die hier zuschaut, die dieses Live schaut und auch noch nachschaut, aber auch Nelly und mir, dass wir das mehr und mehr verstehen dürfen, was es bedeutet, in dieser Welt zu leuchten, in Freiheit und in Sicherheit mit dir zu leben, Jesus, egal welche Umstände uns facen. Ich danke dir dafür. Du bist so ein guter, wunderbarer Vater. Amen. Amen. Das ist der. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hoffen, wir haben so einige Fragen aufarbeiten können. Und wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Und ja, einfach diesen Weg in diese Freiheit, dass wir sie alle noch mehr und mehr begreifen und ergreifen. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.